Schauen wir mal. Night Dive Studios. Loading Screen. Allman Productions. Wenn's gut läuft, dann. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Play Projekt. Mal schauen, wie es uns da geht. Und ob es uns gut geht und wie es läuft und so weiter. Und es ist ein uraltes Spiel, aber ich habe meinen Bock drauf. Und ich mache es auf einfach, weil ich bin ein Noob-Gamer. Könnt mich dafür hassen, wenn ihr wollt. Oder mir ein Like und ein Abo da lassen. Aber jetzt halt ich die Schnauze. Sei gegrüßt, Turok. Ich bin Aiden. Die Ältesten des verlorenen Landes, bekannt als Lazarus Konkordanz, haben mich entsandt, um dir beim Kampf gegen den Primogen behilflich zu sein. Der Primogen versucht, die fünf Energietotems zu zerstören, die ihn im Wrack seines Raumschiffs gefangen halten. Sollte es ihm gelingen, alle fünf Energietotems zu zerstören, wird er befreit werden. Die Druckwelle der freigesetzten negativen Energie würde das ganze Universum zerstören. Du musst den Primogen aufhalten, Turok. Beschütze die Energietotems. Koste es, was es wolle. Während du tiefer in die fernen Welten vordringst, wirst du weitere Aufträge erhalten, die du erfüllen musst. Der Hafen von Adia. Dieses einst friedliche Fischerdorf wurde von einer Dinozoid-Armee unter Kommando des Primogens vollständig ausgelöscht. In den Hügeln außerhalb der Stadt wütet die Schlacht noch immer, ohne Überlebende. Die Dinozoids sind genetisch erzeugte Dinosaurier-Hybriden. Sie sind das pure Böse und sehr gefährlich. Obwohl sie tun, was ihnen der Primogen befiehlt, verfolgen die Dinozoids ihren eigenen, noch teuflischeren Plan, die Menschen auf der Erde zu eliminieren. Dein Auftrag für diese Welt lautet: Aktiviere drei Warnleuchttürme. Rette vier Kinder. Aktiviere die Warp-Portale. Finde das Energietotem und verteidige es mit deinem Leben. Ja gut, wenn sonst nichts ist, dann erstmal das Energietotem verteidigen. Und damit herzlich willkommen nochmal zu Let's Play Turok 2 Seeds of Evil. Und wir gehen gleich mal hier unten die roten Kristalldinger einsammeln. Wow! Mal kurz auftauchen und wieder untertauchen. So schnell kann es gehen, wir tauchen auf, wir tauchen unter, wir tauchen auf, wir tauchen unter. Man hört hier Pferde, obwohl hier keine Pferde sind, aber okay. YOLO, warum auch nicht. Zack, und wieder hoch mit uns. Und dann geht's weiter und wieder runter. Ist ja ganz voll spannend hier, alles. Ja, voll nice. Ja, wir haben schon 40 von diesen Dingern. So. So, dann wieder auftauchen, weil wir haben ja keine Sauerstoffanzeige. Ich glaube, wir haben hier unten noch irgendwo was. Was hier drin? Jawohl. Da ist eine Alpha-Wand. Oh nein, ich bin blind, ich sehe nichts. So, da ist eine kleine Alpha-Wand, das ist ein bisschen tricky reinzukommen. So. Haben wir geschafft. Können wir hier raus? Jawollo. Nochmal 20 Pfeile, also nochmal 10 Pfeile. So, da ausweichen. Da auch ausweichen. Na, siehste. So, und gleich mal das Fass hier kaputt machen. So, sind wir hier? Energiezelle erforderlich. Okay. Okay, wir suchen mal die erste Energiezelle. Wow! So. Und da haben wir gleich die erste Energiezelle. Hoi, hoi, hoi. Turok, was machst du für Sachen? Was machen Sachen, Turok?
Hier lang, da lang, da lang und... Warnleuchtturm aktiviert. Juhu! Warnleuchtturm 1 von 3 aktiviert. Ist da oben irgendwas? Natürlich nicht. Hätte ja auch sein können. Wie schon gesagt, man merkt, glaube ich, dass es ein uraltes Spiel ist. Es ist, glaube ich, von 1997 oder 98, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich googeln, aber ich schreibe es euch gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr darauf besteht. Wir haben es gleich. Wenn ihr darauf besteht und dann müssen wir hier rüber. Jawohl, weil da kriegen wir eine Pistole. Woo! Peng, peng. Und dann gleich durch das Portal. Woo! Morgenmeister! Na, ich sag dir Morgenmeister! Ich will wirklich, wie sie die Wand kaputt machen. Das geht schon nicht. So, und gleich den Level 2 Schlüssel, weil wir müssen hier Pfeile einsammeln. Haben wir hier? Nix, okay. Oh, da ist da drin noch. Da drüben ist noch eine Pistole. Ja, nice. Ha! Burschen! Ihr könnt mir doch nicht so... Da, ne Backpfeife! Da gibt's eine Schelle für dich. Also wirklich. So, wir gehen mal hier hoch. Na, 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 na. Niu, niu. Und wenn man bedenkt, wie alt das Game eigentlich ist, das sind nur die Texturen, glaube ich, ein bisschen bearbeitet. Aber wenn man denkt, wie alt dieses Game ist, holy moly, sieht das gut dafür aus. Pistole. Da schwimmt einer. Treffen wir den? So, mit Pfeil und Bogen niedergemetzelt, den jungen Dude. Ja! Das höre ich auch öfters. Ich glaube, dass hier im Wasser einer drin ist. Ich kann mich auch täuschen, aber das nehmen wir gerne mal mit. 2 Gesundheitspunkte. Vielen lieben Dank. Zu freundlich. Ich bin Turok. Ja, und er ist Turok. So. Erstmal hier hoch. Dann kümmern wir uns um den Hebel, der unten ist. Und ich würde sagen, pro Folge machen wir immer so einen kleinen Teil der Mission. Ah, wir müssen doch zuerst den Hebel machen. Okay. Und kein Sturzschaden. So, danke für den Pfeil, der Mann. Guter Mann, guter Mann. Der war so freundlich und hat so einen Pfeil zurückgegeben, warte. Ah, wir müssen rauf, um wieder runterzukommen. Okay. Ich glaube, ich habe da unten nämlich was vergessen. Doch nicht? Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Ich habe nichts vergessen. Hättet ihr mir auch ruhig sagen können. Ist wirklich, ich weiß ja nicht. So. Ah, hier haben wir noch einen Hebel. So. Dankeschön. Also es läuft gut mit Pfeil und Bogen. Ganz ungelogen, wir nehmen nur Pfeil und Bogen. So, mal schauen, was hier oben ist. Ah, ich glaube, von da kommen wir. Lull. Das kann nicht in Turok sehr schnell passieren. Und ich habe das Game noch nie durchgespielt. Ich bin jetzt gerade privat bei Mission 5 und da habe ich auch noch Probleme, gewisse Dinge zu finden. Naja, egal. Da will ich aber die Pistole jetzt nehmen. Zack. Taschenlampe. Yay! Und noch mehr Gesundheit. Hatschi! Schauen wir hier ein grünes, rotes Ding. Nice Rö. So. Wenn ich jetzt. Dankeschön. Da ist noch einer. Mädel, ich komme gleich zu dir. Jetzt hör auf zum Weinen. Ich bin ja gleich für die da. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wir gehen auf der Seite hoch. Ah, es war zu hoch gezählt. So. Einmal sterben. Dankeschön.
Hier ist keiner mehr? Okay. Aber, komm, geh auf. So, oh, haben wir den Kopf? Ja. Das war's, Köpfli. Das war's, Köpfli. Oder wie heißt du schön? Ab mit seinem Kopf. Kennt ihr das? Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Irgendwo muss doch ein... Nein, doch nicht. So, da. Erstes Mädel gerettet. Uns befreit. Jo. Bitteschön. Man tut, was man kann. Man kann, was man tut. So, da. Ui. Und wieder zurück. Den ganzen breiten Weg. Hier werden hier Gegner gespawnt, neue. Da ist noch ein Rufzeichen. Wie kommt man zu diesem Rufzeichen hin? Ja, Taschenlampe geht weiter aus. Egal. Wir sehen noch genug. Ja, von hier aus sieht man das Rufzeichen gar nicht mehr. Hm. Hoffentlich ist es nichts Wichtiges. Ansonsten müssten wir in der nächsten Folge dann schauen, wo dieses Rufzeichen ist. Erstmal hier runter. So, dann holen wir uns mal unsere Pfeile wieder. Kann doch nicht sein, dass die uns die Pfeile wegnehmen. Meine Güte. So. Ah, da waren wir etwas verschwenderisch mit der Muni. Mit der Monika. Und mich irritiert immer noch dieses eine Rufzeichen da oben. Aber wahrscheinlich ist es nur wegen dem... Keine Ahnung, wie man dorthin kommt. Das finden wir noch raus. So. Zack. Wir werden einen Hebel. Oh nein. Sowas. Aua! Aua! Könnten Sie mal bitte? Oh nein. Na! Wie ich es hasse, wenn er die falsche Waffe auswählt. So, jetzt da. Schlitz! Na! Wollen wir Tänzchen machen? So, sorry. I'm very sorry dafür, dass es nicht so geklappt hat, wie ich eigentlich wollte, dass es klappt. Ja, deswegen braucht man nicht gleich schreien. Da ist unser Portal. Hier haben wir die Kugeln. Die habe ich gesucht. So. Okay, das ist nicht hier aufgegangen. Ah, das Tor ist aufgegangen. Okay. Naja. Granate! So, und Kopf ab. Der hat mich noch gekriegt mit seiner Granate. Das ist eine Sau. Diese Sau. So. Ich glaube, da unten ist jetzt ein Gegner, den wir... Ja. Nummer 1. Gott, hat das hier Kugeln gekostet. Und Nummer 2. Okay. Easy. Easy going, Leute. Easy going. Und noch ein Hebel. Und da kein Gegner? Ich glaube, ich steige mal wieder kurz um auf Pfeil und Bogen. Ja, war eine gute Entscheidung. Ultra Gesundheit. Woo! Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Nein, weiß ich doch. Kleiner Scherz am Rande. Woo! Woohoo! So.
Danke für die Pfeile. Da oben ist eine Pistole. Ich will die! Pistole. Dankeschön. Haben wir wieder Muni gekriegt. Woo! Ist übrigens kein Speedrun jetzt. Wieso knall ich so oft daneben, ey? Manometer! So. Da kriegen wir wieder ein bisschen was. 10 Pistolenkugeln, wuhu! Und da oben haben wir noch einen Hebel, okay. Ah, nicht mal. Gesundheit! Und warten wir so. So. Entschuldigung, dass ich kurz so leise war. So, und noch. Ja, jetzt haben wir den Headshot. Hier oben müsste eigentlich was sein, aber... Anscheinend habe ich mich getäuscht. Mal schauen, was wir hier oben haben. Da brauchen wir wieder die Energiezelle. Okay. Haben wir hier drin irgendwas? Ja, ein rotes. Ich bin Turok. Geil, 5 Leben, geil. Und eine neue Waffe. Gewehr. Nein. Ja. Ja, dann kümmern wir uns mal um den Herrn da. Und dann gleich um den Herrn da. So. Dann wir mal kurz zurück mit uns, die zwei roten Dinger holen. Miau! Miau! Katzenliebhaber werden es verstehen. So. Ah, da haben wir die Energiezelle. Nice, nice. Und da oben haben wir sich gerade Pistolenmuni. Zack, einmal Pistolenmuni und einmal hier runter und dann da hoch und da hoch und dort hoch und nein und ja und vielleicht und so weiter und ja. Warnleuchtturm aktiviert. 2 von 3 Warnleuchttürmen. Ein bisschen machen wir noch. Ich würde sagen, jede Folge ist ungefähr bei 20 Minuten. Jetzt können wir runterschießen. Zack. Nice. Huh. So. Bitte sterben. Dankeschön. Und die Pfeile hätte ich gern wieder. Pfeile sind sowas Nices. Und da hätten wir auch noch einen Leuchtturm, den wir aktivieren müssen. Okay. Das heißt, da haben wir... Oh doch, was Rotes. Nice. Da liegt was Rotes drin rum. Das nehmen wir natürlich sehr gerne mit. Da sind wir oben. Im Schiff. 2 Gesundheit. Juhu! Hier gleich nochmal. Wir holen uns alles, was wir kriegen können. Und noch viel mehr. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Perfekt. Pfeile wieder. Easy going noch. Das war nicht weit genug. So. So. Na, wie viel Pfeil schluckst du? 3. Okay. Ah. Gut. Einmal die Energiezelle. Zack, Pfeil. Warnleuchtturm aktiviert. Perfekt, wir haben jetzt alle 3 Warnleuchttürme aktiviert. Ich würde sagen, das ist das Perf. Gut. Ich würde sagen, das ist das perfekte Ende für den ersten Teil und die erste Folge von Let's Play Turok 2 Seeds of Evil. Wenn euch das Video gefallen hat, wie schon gesagt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalasst oder das Video teilt oder mir konstruktive Kritik gebt, was ich besser machen könnte, außer ich bin nicht aufs Schmier. Vielleicht mache ich das ja mal. Vielleicht, aber nur vielleicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Grazocker. Bis dahin, haut rein und Tschüssikowski. Yay!